Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder in meinem Ökosystem. Ich bin Xuan He und in diesem Video geht es um das Thema Aussaat im Februar. Welche Kulturen lohnen sich auf dem Balkon und im Kleingarten? Was waren so meine Erfahrungswerte letztes Jahr? Und was würde ich dieses Jahr besser machen wollen? Und ehe ich mich versehe, ist das hier auch schon das 100. Video auf diesem Kanal und ich habe immer noch große Freude daran, das Pflanzenwachstum zu dokumentieren und euch davon zu berichten. Ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, dann unterstützt mich doch gerne mit einem extra Motivationsschub zum 100. Video auf diesem Kanal, indem ihr so viele Likes wie möglich unter diesem Video dalasst und kommentiert, was das Zeug hält, damit der Algorithmus auf mich aufmerksam wird. Und an all diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, du kannst das gerne jetzt nachholen, denn ich habe Großes vor dieses Jahr. Ich habe schon viele Nutzpflanzen ausgesät, die werden demnächst auf meinem Kanal erscheinen. Außerdem überwintere ich gerade Nutzpflanzen, die im letzten Jahr sehr gut performt haben. Und in diesem Jahr werde ich herausfinden, ob sich das Ganze gelohnt hat oder nicht. Und was demnächst auch ansteht, ist eine große Zimmerpflanzenvermehrungsaktion. Denn die Orchideen und die Kannenpflanzen haben mittlerweile viele neue Bulben und viele neue Ableger gebildet. Die müssen jetzt alle voneinander separiert werden, damit die gesund weiter wachsen können. Okay, los geht's! Mitte Februar habe ich dann auch schon angefangen, Tatsoi, Kopfsalat, Mizuna, Asiasalat und Pak Choi auszusäen. Auch hier habe ich die Samen über Nacht einweichen lassen im Wasser. Im Laufe des Jahres habe ich festgestellt, dass es auch gar nichts macht, wenn man anstatt eine Nacht auch 24 Stunden die Samen einweicht. Nur wenn es halt darüber hinausgeht, kann es sein, dass die Wurzeln der Samen, die schon ausgetrieben haben, dann zu lang werden oder dass das Wasser irgendwann verdunstet und die Samen dann gekeimt austrocknen. Mizuna-Salatsamen sind, würde ich sagen, Weltmeister in Keimen. Eine Nacht im Wasser eingeweicht und schon sind die meisten der Samen gekeimt. Rückblickend war die Menge der Samen zu viel. Am Ende musste ich so viele Jungpflanzen wegschmeißen, weil ich gar keinen Platz mehr dafür habe und die nur noch so vor sich hin vegetiert haben. Und das ist auch schon das erste wichtige Learning für diese Saison, nämlich lieber weniger Samen dafür versetzt und öfter aussäen und genügend Kapazität haben, um auch für die einzelnen Pflanzen eine ordentliche Pflege zu gewährleisten, als zu viel auf einmal auszusäen und dann einfach lost zu sein. Ja, 10 Tage nach der Aussaat sahen sie schon so aus. Und 3 Wochen nach der Aussaat waren sie schon vergleichbar mit Jungpflanzen vom Garten Dena aus dem Gartencenter. Warum habe ich mir denn noch Jungpflanzen gekauft? Ich hatte mir damals vorgestellt, dass ich noch Kopfsalat im Garten haben möchte. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, denn die Schnecken waren viel schneller. Aber ich habe jetzt meine Lektion gelernt. Salat baue ich nur noch auf dem Balkon an. Wie ihr hier sehen könnt, sind links die Pflanzen, die ich gezüchtet habe und rechts die Pflanzen aus dem Gartencenter. Ich muss sagen, es sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Was wunderbar geeignet ist zu dieser Jahreszeit zum Aussehen, ist Pak Choi. Pak Choi wächst bis in den April komplikationsfrei, würde ich sagen. Keine Raupen, nichts, was an dem Pak Choi rumknabbert. Das Einzige, was ich hier hätte anders machen können, wäre, mir eine breitstieligere Sorte auszusuchen. Ich hatte nämlich die Sorte Tai Sai, die hat von sich aus schon so sehr dünne Stiele. Und ich würde dieses Jahr nicht diesen Tatsoi dazwischen quetschen, weil so kann sich der Pak Choi natürlich nicht optimal entfalten. Das hier war noch eine Aufnahme von Ende April letzten Jahres, aber im Prinzip konnte ich auch schon Mitte April bzw. Anfang April blattweise ernten. Ende April war ich schon mittendrin in der Salaternte und das war so viel Salat, dass wir das alles gar nicht essen konnten, zeitnah. Deshalb haben wir das dann weiter verschenkt an Nachbarn und meine Eltern. Damals hatte ich noch diesen wunderschönen, zarten Winterportulak. Für den hatte ich Ende letzten Jahres keine Zeit gehabt, da ich mit den ganzen Überwinterungspflanzen beschäftigt war. Aber ist das nicht toll zu wissen, dass man quasi im April schon ernten kann, wenn man im Februar Salat aussät? Vereinzelt wurden auch schon die ersten Radieschen reif. Die hatte ich erst allerdings Anfang März als Jungpflanze vom Garten Dena mir geholt. Ich hatte letztes Jahr nicht so richtig Zeit gefunden, die Radieschen von Hand auszusäen. Daher habe ich es mir bequem gemacht und Jungpflanzen vom Garten Dena geholt. Die sind trotzdem was geworden, aber manche haben so eine kleine Spalte in der Mitte. Was ich aber demnächst unbedingt aussehen möchte, ist die dicke Bohne. Und zwar auch schon Anfang Februar oder spätestens Mitte Februar. Denn letztes Jahr habe ich den Fehler gemacht und die dicke Bohne erst Mitte März ausgesät. Kurz noch ein anderes Thema nebenbei.
weil es gerade im Bild hier zu sehen ist. Ich hole meine Zucchini-Samen jedes Jahr neu aus dem professionellen Handel, denn ich möchte Verkreuzungen vermeiden, die potenziell bittere und giftige Zucchinis hervorbringen können. Stichwort Cucurbitacin-Vergiftung. 15 Tage später haben sich auch schon die meisten Jungpflanzen der dicken Bohne blicken lassen. Die habe ich komplett auf dem Balkon unter diesem Zimmergewächshaus, angeschnallt an so einem Regal, aufgezogen, also ohne künstliches Pflanzenlicht. Die dicken Bohnen wuchsen ziemlich schnell im Hinterhofgarten. Es gab nur ein Problem, als Ende Mai die meisten Blüten da waren, war auch schon das Volk der schwarzen Blattläuse da. Zusätzlich dazu werden diese schwarzen Blattläuse noch von Ameisen-Bodyguards beschützt, damit sie schön die Lebenskraft aus den dicken Bohnen heraussaugen können und für die Ameisen leckeren Zuckersaft produzieren können. Das hat die Ernte auf jeden Fall gemindert, denn gefühlt sind 2/3 aller Blüten abgefallen, sie sind nicht zu Schoten ausgereift. Was wirklich schade ist, denn die dicke Bohne bildet große Schoten mit köstlichen Bohnen darin aus. Und natürlich habe ich versucht, mit Schmierseife und Milch die Blattläuse wegzubekommen. Das war aber nicht so ganz einfach, denn man muss das ziemlich regelmäßig tun. Bei Milch habe ich das Gefühl, das hilft nicht so wirklich. Und weil es hier gerade im Bild zu sehen ist, auch gleich der Hinweis: Bohnen immer durchgaren, denn im rohen Zustand enthalten sie das Gift Fasin in sich und sind giftig. Und von insgesamt 5 dicke Bohnenpflanzen habe ich, glaube ich, 4 bis 5 Mal diese Menge geerntet. Und ich bin mir sicher, wenn noch mehr Blüten ausgereift wären, hätte ich noch viel mehr geerntet. Das ist jetzt nicht so eine riesige Menge, aber ich würde dieses Jahr es nochmal mit den dicken Bohnen versuchen, denn der Geschmack ist einfach unbezahlbar, finde ich. Und leider ist es so, dass von diesen Bohnen hier nochmal der Bohnenkern enthäutet werden muss. Das heißt, in dieser Bohne ist nochmal so eine kleinere Bohne und außenrum ist noch eine dünne Schale, die ziemlich zäh ist. Also ja, das muss dann auch weg. Aber wie gesagt, der Geschmack ist einfach wunderbar. Ich würde sagen, sie schmecken so wie eine mehlig kochende Kartoffel. Sie zerfällt im Mund und hat aber gleichzeitig einen sehr nussigen Geschmack. Die Jungpflanzen und Sämlinge vertragen Temperaturen von bis zu minus 5 Grad. Deswegen werde ich die dicke Bohne im Februar aussehen. Wahrscheinlich Mitte Februar. Was man gegen Ende Februar auch schon aussehen kann, ist der Sellerie. Der Sellerie wächst ziemlich langsam am Anfang. Aber sobald er Fuß gefasst hat, kann ihn so gut wie gar nichts mehr umhauen. Schädlinge habe ich auch ganz selten gesehen. Gut, hier sehe ich so eine Raupe, aber ich sehe nicht wirklich, dass da was vom Sellerie abgeknabbert wurde. Pilze, Mehltau oder Blattläuse und sonstiges habe ich auch nicht gesehen. Und der Sellerie, der war so robust, der hatte sogar die ersten frostigen Nächte durchgestanden. Nach den ersten frostigen Nächten hing der schon so ein bisschen runter und ich dachte mir, okay, der ist jetzt komplett hinüber. Schade, ich habe es nicht vorher geschafft, den abzuernten. Aber nach einigen Tagen hat er sich tatsächlich erholt. Das Blattgrün war wieder total in Ordnung. Nur die etwas älteren Stiele, denen konnte man ansehen, dass die im Inneren schon so ein bisschen verändert waren. Aber im Grunde immer noch essbar. Nun habe ich mich Anfang Januar dazu entschlossen, die ganzen 2 Selleriebüsche komplett abzuernten. Denn der Wetterbericht hat wirklich kalte Nächte vorausgesagt und falls es am Ende eine Dauerfrostperiode mit stärkeren Minustemperaturen nachts werden würde, was es letztendlich ist, dann wäre der Sellerie wirklich komplett hinüber. Deswegen habe ich den Sellerie Anfang Januar komplett abgeerntet und das war so viel Sellerie, dass wir das alles gar nicht aufbrauchen konnten und meine Eltern mussten natürlich wieder helfen und selbst nach der Ernte mussten wir immer noch alte Stiele raussortieren, aber es war immer noch so viel Blattgrün da, das hat auf jeden Fall für mehrere große Suppen gereicht. Und was ich demnächst auch Ende Februar aussäen möchte, sind Radieschen. Die hier waren jetzt nicht selber ausgesät, sondern das waren Jungpflanzen vom Garten Dehner. Aber cool zu sehen, dass sogar Jungpflanzen, die einmal umgetopft werden müssen, auch was werden. Ich hätte hier nur die Radieschen vielleicht ein bisschen versetzter anpflanzen sollen, denn hinterher war das nicht ganz so optimal,
Es gab einige Knollen, die waren riesengroß und dann einige andere Knollen dazwischen, die sich nicht so richtig entfalten konnten. Oder vielleicht hätte ich weniger Radieschen setzen sollen. Und ich habe einen Kunststoffkübel verwendet, damit die Feuchtigkeit besser gespeichert werden kann und das Wasser nicht so schnell verdunstet. Hier nochmal ein Hinweis, wenn ihr oft in Erde rumwühlt, in der Erde sind potenziell Tetanuserreger, die über spitze Dornen oder sonstiges in eure Haut gelangen können und dort den lebensgefährlichen Wundstarrkrampf, auch Tetanus genannt, auslösen können. Also sprecht gegebenenfalls mit eurem Hausarzt und lasst ihn in euren Impfpass reingucken. Radieschen würde ich dieses Jahr definitiv nochmal probieren, denn das ist eines der einfachsten Gemüse auf dem Balkon. Ich würde dieses Jahr vielleicht auch versuchen, Radieschen schon etwas früher anzubauen, denn letztes Jahr, als ich dann im Juni die große Radieschenernte hatte, waren die meisten von denen durch den Trockenstress schon so ein bisschen zu scharf geworden. Ja, das war's mal wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!